Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie ihr ganz einfach Tahin herstellen könnt. Heute machen wir daraus das leckere orientalische Kichererbsenpüree Hummus. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Wir starten mit der Hauptzutat, den Kichererbsen. Wir verwenden hier Kichererbsen aus dem Glas. Die Flüssigkeit solltet ihr übrigens auffangen. Ihr könnt aber auch ohne Probleme getrocknete Kichererbsen verwenden. In dem Fall weicht ihr sie 12 Stunden in kaltem Wasser ein, spült sie anschließend ab und kocht sie 2 Stunden in ungesalzenem Wasser. Die Kichererbsen werden mit Olivenöl, Knoblauch, ein paar Teelöffeln der aufgefangenen Flüssigkeit und Tahin püriert. Je länger ihr die Masse püriert, desto feiner wird sie. Wenn das geschafft ist, wird das Ganze noch mit Salz, Pfeffer und frisch gepresstem Zitronensaft abgeschmeckt. Und falls euch die Konsistenz am Ende noch zu fest ist, könnt ihr ohne Probleme noch etwas von der aufgefangenen Kichererbsenflüssigkeit dazugeben. Zum Schluss kann das Püree noch mit ein paar Kichererbsen und Olivenöl dekoriert werden. Hummus passt prima zu Brot, ist aber auch ein toller veganer Dip für Gemüsesticks. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.